Servus, heute ein Video, wie man seine Autoklimaanlage langfristig von Gerüchen befreit, sowie tiefenwirksam reinigt. Und zwar mit Klimaanlagenreinigerschaum anstatt von Klimaanlagenreinigerspray. Der Vorteil vom Klimaanlagenreinigerschaum im Vergleich zum Klimaanlagenreinigerspray ist, dass eben der Schaum beim Aussprühen sich noch ausdehnt, ähnlich wie bei Bauschaum, und somit kann er hier in diese feinen Ritzen von diesem Wärmetauscher bzw. Verdampfer hineindringen und diesen richtig schön tiefenwirksam desinfizieren bzw. reinigen. Welches Equipment wird benötigt? Einmal hier dieses Endoskop mit Beleuchtung, Kamera und Display, diesen Klimaanlagenreiniger Schaum, dann hier nochmal eine zusätzliche Lampe, um eben das Einbringen besser zu sehen, und einmal Schutzhandschuhe wie eine Schutzbrille und wenn möglich auch noch eine Maske, um sich nochmal zusätzlich zu schützen. Als erstes werde ich hier unten in diesem Bereich die beiden Schrauben lösen, dann den Pollenfilter entnehmen und mich dann mit dieser Endoskopkamera vor zum Wärmetauscher kämpfen. Also wie gesagt, die beiden Schrauben entnehmen. Eins. Zwei. Dann hier diese Abdeckung entfernen. Vorsichtig natürlich. Dann als nächstes diesen Kasten öffnen, wo eben sich der Pollenfilter befindet. Das heißt, hier leicht nach rechts schieben. Dann vorsichtig den Deckel entnehmen. Im nächsten Schritt den Pollenfilter vorsichtig entfernen, denn hier im Video ist mein Pollenfilter gerade einmal ein paar Tage alt. Und zwar habe ich vorher versucht, die Klimaanlage mit Klimaanlagenreiniger Spray zu reinigen bzw. den modrigen Geruch wegzubekommen, und leider bin ich eben mit diesem Sprühadapter nicht richtig in diesen Wärmetauscher reingekommen, deswegen versuche ich es jetzt noch einmal mit Klimaanlagenreiniger Schaum. Um den Kondensator möglichst gut mit diesem Klimaanlagenschaum zu benetzen, werde ich vorher hier oben in der linken Ecke mit der Endoskopkamera hineingehen, dann den Schlauch für den Klimaanlagenreiniger einbringen und dann an der geeigneten Stelle werde ich diesen Schaum ausbringen, in der Hoffnung, dass eben der ganze Kondensator richtig mit Schaum benetzt wird und gereinigt wird. Als nächstes die Endoskopkamera entsprechend montieren bzw. zusammenbauen und einschalten. Dann die Helligkeit der LEDs einstellen. Ich gehe jetzt mal auf die hellste Stufe. Okay, schauen, ob die Kamera funktioniert. Und jetzt die Kamera einführen. Hier kann man jetzt den Verdampfer mit den beiden Anschlussrohren sehen. Und genau in diesem Bereich werde ich jetzt den Klimaanlagenreinigerschaum einbringen. Jetzt ist soweit alles fertig montiert und jetzt bringe ich den Klimaanlagenreinigungsschaum in diesen Verdampfer ein. Hier sieht man jetzt, wie dieser Schlauch, um den Schaum einzubringen, richtig in der Position liegt. Jetzt schüttel ich noch diesen Schaum, wie auf der Bedienungsanleitung beschrieben, und dann bringe ich eben den Schaum hier oben beim Verdampfer ein. Bevor man den Schaum einbringt, empfiehlt es sich vorher noch eine entsprechende Abdeckung vorzusehen, wo eben der sich langsam auflösende Schaum drauf tropfen kann. So, hier kann man jetzt erkennen, wie der Schaum langsam austritt. Das heißt, auf der Endoskopkamera kann man nichts mehr erkennen, weil die ist ja komplett eingeschäumt. Und ich werde jetzt auch noch diesen Bereich hier hinten auch noch mit ausschäumen, wo eben später der Pollenfilter mit reinkommt. Laut Bedienungsanleitung sollte man eine halbe Stunde den Schaum einwirken bzw. Zeit geben, sich auflösen zu lassen. Und danach werde ich nochmal die Prozedur wiederholen, bis eben der Behälter leer ist. Und ist der Behälter leer, werde ich dann nochmal eine halbe Stunde bis zu einer Stunde warten, bis sich eben der Schaum vollständig aufgelöst hat. Und dann
eventuell das System noch etwas nachtrocknen lassen, ist hier oben der Bereich, wo man den Luftfilter einbringt, wieder abgetrocknet, werde ich den Luftfilter einbringen und alles wieder zusammenbauen. Ungefähr auf der Höhe, wo sich der Verdampfer befindet, tropft jetzt auch der aufgelöste Schaum hier unten unterhalb vom Fahrzeug heraus. Hier sieht man jetzt nochmal den Hohlraum für den Luftfilter. Der ist jetzt schön abgetrocknet und da hinten, wo sich eben der Wärmetauscher bzw. Verdampfer befindet, der schaut zumindest von hier, von der Position, auch relativ gut durchgetrocknet aus. Es ist jetzt über eine Stunde vergangen und wir haben kontrolliert, einmal mit der Kamera sowie mit dem Endoskop, ob alles soweit abgetrocknet ist. Und jetzt werde ich wieder den Pollenfilter einbringen und alles soweit wieder zusammenbauen. Ich werde jetzt das Fahrzeug einschalten, die Temperatur auf kältester Stufe, das Gebläse auf höchster Stufe, Klimaanlage ein und dieses Setting lasse ich dann mal 10 Minuten laufen. Danach schalte ich die Klimaanlage ab, gehe auf höchster Wärmestufe, den Rest lasse ich so wie es ist, auch nochmal 10 Minuten laufen lassen und dann hoffe ich, dass der größte Teil von diesem Reiniger eben verflogen ist. Also Zündung an. Klimaanlage ein und jetzt verlasse ich das Fahrzeug und lasse es einfach mal 10 Minuten lang durchlaufen. Ich habe zusätzlich jetzt noch die Umluft eingeschalten und lasse das Ganze auch noch mal auf Umluft 5 Minuten laufen. Die 10 Minuten mit Klimaanlage 1 sind jetzt vergangen. Jetzt schalte ich die Klimaanlage aus, die Umluft aus und die Heizung auf höchster Wärmestufe. Und lasse jetzt dieses Setting auch nochmal 10 Minuten lang durchlaufen. Es sind jetzt ungefähr 25 Minuten vergangen. Ich werde jetzt das Auto wie auch die Lüftung komplett abschalten und somit ist für mich der Vorgang abgeschlossen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, was ich hätte noch besser machen können. Über ein Abo sowie über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Servus und ciao.